Schauen wir uns mal einfach Genshin Impact an. Und ja, ich bin Noob. Und MMOs kosten das Leben. Aber da der Artstyle sehr cool ist und dass das im Moment sehr positiv bewertet wird als Free-to-Play-Titel, wollte ich wenigstens mal reinschauen. Weil es gibt's auch fürs Handy. Für Mobile Devices und für... Ja, für PC halt, wenn man den Klienten runterlädt. Was Ewigkeiten dauert, weil die Server im Download sehr überlastet sind. Deshalb habe ich das den ganzen Tag gemacht und deshalb freue ich mich einfach einmal reinzuschauen. Wahrscheinlich auch, weil das Artdesign so ein bisschen an Zelda erinnert. Deshalb, ich bin mal gespannt, weil ich da relativ jetzt blind dran gehe. Ich dachte, Genshin Impact wäre ein Singleplayer. Ich bin ohne Kack. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie MMO, irgendwie Singleplayer-Erfahrung drin. Aber Free-to-Play, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen, lieber Chat. To the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Wähle eins der Geschwisterchen. Der Rechte. Gib deinen Namen ein. So entführte die Fremde. Just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Kacke, sieht das gut aus. Für ein Anime-Art-Game. Du bist eigentlich zu süß zum Bekämpfen. Huh.
Öffne das Kartenfenster, wähle Teleportationspunkt, den du freigeschaltet hast, um an die jeweilige Stelle zu teleportieren. Mach bloß nicht zu viel Spaß, weil sonst muss ich dich ja auch irgendwie noch spielen. Aber mit der Kamera, ja, du kannst ganz leicht nach oben und unten drehen, also dich bewegen. The path ends here. Guess we'll just have to climb. Climbing depletes stamina and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to ja. The Statue of the Seven. Which of the seven are you looking for exactly? Übrigens, von dem Mobile Game Entwickler. Oh, wow. Ich weiß nicht, wie es auf dem Handy aussieht. Aber auf dem PC sieht es sehr hübsch aus. Over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. Der Fremde, der den Wind fing. As we all know, poetry and language flow like the wind. Ist das jetzt eigentlich wirklich Singleplayer oder ist das irgendwie MMO oder was? Ich bin total verwirrt. Weil es ist ja komplett kostenlos. Also er zeigt halt Millisekunden an rechts oben. Also muss es ja noch irgendwas damit zu tun haben, dass es sich später zu einem MMO weiterentwickelt. Wahrscheinlich nach der Geschichte. Ach so. Ich soll der Two-Side folgen. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. Der Chat sagt mir schon, ab Rang 16 schaltet sich der Multiplayer halt frei. So let's hop to it. Ist ja jetzt nicht verkehrt. Aber Rennen mit Ausdauerleiste permanent. Ich hoffe, es gibt Mounts später. Did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the City of Freedom.
Mondstadt is the city of wind because they worship the god of Anemo. So perhaps because you got power from the god of Anemo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Okay, dadurch kann ich natürlich gegen die Feuerblobs mehr Schaden machen mit dem Element des Windes. Die Alterskröte, um den Mauszeiger anzeigen zu lassen. Damit kannst du... Ach so, das ist klar. 4-Spieler-Koop. Segen der Statue. Automatische Wiederherstellung. Bereite dich auf den Kampf vor. Es ist auch später so, dass du irgendwie mit mehreren Charakteren in deiner Party rumrennst, zwischen denen du wechseln kannst im Kampf, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber anscheinend ist auf jeden Fall das Wirken der Elemente gegeneinander, auch gegen Feinde, sehr wichtig in dem Spiel. Dass du mit dem richtigen Gegenelement gegen die Feinde kämpfst. Finde ich nicht verkehrt. Macht den Kampf ein bisschen interessanter, als immer wieder, sag ich mal, das Gleiche gegen den Feind zu schmeißen. Einzige, was mich gerade so ein bisschen stört, ist dieses ganz schwache... Ah, die Maussteuerung ist halt ein bisschen... doof. Weil die Maus nach links und rechts schneller geht als nach oben und unten. Und das Rausgezoomte immer wieder weggeht. Das stört mich gerade noch so ein bisschen. Wahrscheinlich lässt sich das Spiel wirklich besser mit Controller spielen. Ist ja auch für die PS4 rausgekommen direkt. Lege das Artefakt an. Artefakte verstärken. Oh, Entschuldigung. Ich habe ganz eklig auf meinen... Crossplay soll wohl auch drin sein. Ich kann noch nicht sagen, ob das Spiel was taugt. Ich habe erst vor 13 Minuten angefangen. Ich kann nur sagen, dass es schön ist. Und ich bis jetzt noch nicht aufgefordert wurde, was zu kaufen. Wir haben vorhin natürlich ein anderes Spiel gespielt, nämlich Serious Sam. Ach, durch den Wind habe ich jetzt da die Fackeln so gesehen. Also das Feuer von den Fackeln rübergenommen auf die Wiese. Kenntnis über den Kampf. Sammle die Elementkristalle und Elementteilchen ein, die deine Elementarenergie wieder auffüllen. Diese Kristalle und Teilchen entstehen, indem du Elementarschaden verursachst und Gegner besiegst. Aber es sieht halt echt... wirklich Bombe aus.
Z-Möglichkeiten. Figurenhintergründe, die man nach und nach freischaltet. Gegner gehören im Element an. Juhu, Kisten lassen sich zerstören. Damit hat das Spiel alles, was ich brauche. Und man kann Weizen aufsammeln. Naja, kommt der Entwickler aus Asien, weil dann wird Grind sehr wahrscheinlich passieren. Auf jeden Fall kannst du Rezepte kochen. Du kannst auch mit rechter Maustaste schnell ausweichen, sehe ich gerade. Es hat Drachen. Bestes Spiel. Fette 10. That was close. Paimon almost got blown away. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Ja, nur gut, dass meine Haare noch sitzen. Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. Hmm. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Vor allem, es ist gefährlich. Wir sollten es mitnehmen. Wow! Sie hat eine Level 100 Rüstung. May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Bin erfreut. Mein Name ist Dr. Proof. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? Ist nur was zum Knabbern. Hey,
So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. So sollte man nicht mit seinen Gästen sprechen. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Havonius Handbook? Outrider Amber, report. Amber erhalten. Ein Mädchen voller Lebenskraft und gleichzeitig die Beste, wenn... Ja, jetzt können wir nämlich auf die rüber wechseln. Und anscheinend ist sie auf Fernkampf spezialisiert. So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? He got separated from his sister during a really, really long journey. Dass die Waffe so hinterher fliegt. Ist ja okay, aber ein bisschen irritierend. Paimon is his travel buddy, helping him to find his sister. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Ah, wie man sieht, gibt's auch. Ah! Okay, du bist nicht besonders gut, um Eisen zu zerschlagen. Ach, das ist eine Ablenkungspuppe. Und dann sprengen sie sich am Ende in die Luft. Pyroangriffe können Wesen der Pyrokraft zuordnen. Wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden. Mit gezielten Schüssen kannst du die Schwachstellen von Gegnern ganz genau treffen. Die Schwachstellen der meisten humanoiden Gegner befindet sich am Kopf. These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. Ist schon cool gemacht. Nothing to it. Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Locker flockig. Now that you mention it, how is it the hilly trolls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness.
But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Ich muss echt unten rechts immer anlegen drücken. Das finde ich auch ein bisschen irritierend, dass die... Morning. Ja, dass die halt nicht, ne... Du holst dir keinen Brustpanzer oder sonst irgendwas, sondern du hast halt, ne, die Feder XY. Stufe 20 empfohlen. Okay, das ist dann sowas wie ein Dungeon. No, we just happened to be passing by. What are you cooking? What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? No, we just happened to be passing by. What are you- I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics! My travel partner here is good at cooking as well. Richtig, ich koche für mein Leben gern. Snacks und sowas. Oh, there's a cooking pot right there. Show me what you got. It's good to have someone to practice with. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Du meinst in den Kisten, weil das Zeug? Kein Problem. I'm the survival expert of the adventure. Perfekt. Wenn Essen mal so leicht wäre. Kann man Schwarzwasser kochen? Oh, da sind Timer angesetzt. Immerhin hast du ein Inventar von 30.000. Never go adventuring on an empty stomach. Is it done? Mmm, smells good. Let me try. Mmm. Now that's really tasty. You're indeed gifted. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay.
You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Okay, thank you for the info. Vogelei. Hier mal gucken, wenn ich Kochkunst auf 5 habe. Ach so, dann kriegst du eine automatische Zubereitungsmöglichkeit, wenn du das häufig genug hergestellt hast. Und anscheinend haben andere Köche später gewisse Boni. Du hast gar nicht mal so schlecht gemacht. Dass wenn du das Gericht ein paar Mal hergestellt hast, mit dem kleinen Minispiel, dass du es dann automatisch herstellen kannst. Obwohl das Minispiel natürlich... Naja. Achso, wenigstens kann man mehrere auf einmal herstellen von den Zutaten. Errungenschaften. Natürlich, da merkt man, okay, es ist halt ein Mobile-Game-Hersteller gewesen. Beziehungsweise, ne, Handy-Games. Und dann gibt es natürlich 8000 Belohnungen. Wodurch du irgendwelche Sachen verdienen kannst. Das soll dich ja auch antreiben, weiterzuspielen. Drei Millionen Voranmeldungen auf der Webseite. Belohnung für den Start. Besondere Windgleiter, Flüge der Kameradschaft. Sternbilder. Talente. Naja. Timmy! Was soll das? Du verscheust ja alle Tauben. Die kommen schon wieder. Normalerweise tun sie das auch, aber was soll ich machen, wenn sie eines Tages nicht mehr zurückkommen? Genauso wie Papa. Du armes Kerlchen. Of the Knights of Havonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently.
But everything will turn out fine, as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius. Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Die Dame scheint ja echt beeindruckend zu sein. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Hey! Why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's, high ground. Ah, ich hab High Ground. Ich kann jeden Kampf gewinnen. Ein Reflexbogen. Wobei der ja dann was für die hier ist. Damit kannst du die Waffe hochleveln. Ich denke mal, dafür wirst du halt auch dann solche Kristalle sammeln müssen. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Ich finde aber wirklich, die Spielfigur bewegt sich zu langsam. Auch beim Rennen, es ist so, als wenn die nicht vom Fleck kommt. Vor allem, weil die Ausdauer halt schnell weggeht fürs Schnelllaufen. Natürlich Kritik auf hohem Niveau. Hat der Typ das Windelement? Ich denke mal, elementtechnisch da ist er an denselben Ecken. Aber der Typ hat Windelement. Hab man am Anfang auch mitbekommen, als ich an dem Windelement-Altar war. Oder Statue. So, the present I want to give you is a wind glider. Juhu! Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Oh, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Kostet aber auch Ausdauer. Das ist gefährlich und funktioniert nur im Spiel. Auf keinen Fall nachmachen. Guter Warnhinweis. Sky.
Ich dachte echt, das sind die Amerikaner, die bohren nach unserem Öl unter der Stadt. Huh? How are you staying afloat like this with just a wind glider? I'm preventing your fall with the power of a thousand winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. Who said that? Oben, unten, alles egal. Darf ich den vielleicht reiten? Ich will einen Drachen reiten. Got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must... Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. From afar? Is that all we know of them? Long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. But everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Wir konnten ja schlecht dastehen und dem Unglück zusehen. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Gott sei Dank sind die Dialoge nicht übertrieben lang. Figurenzierde. Figurenzierde ist nun verfügbar. Sammle seltene PS4 hat Exklusivbonus-Sachen. Vayne. Da ist die Figurenzierde. Naja, besondere Belohnung für Spieler auf dem PlayStation 4 System. Es sind Flügel, mein Gott. Sollen sich doch PS4-Spieler untereinander erkennen. Favonius headquarters. Let's head in. Danke. Ja, das Stufe 4-Schwert wird natürlich auf der PlayStation total abgehen.
Paimon, deine allerbeste Reisegefährtin und die nicht kämpfen kann. Sie quatscht dann einfach nur zu. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborne Travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Ihre Brüste wackeln ungleich. Es ist sehr hypnotisch, wenn man sich nur darauf konzentriert. Aber die Charaktere sind wirklich sehr schön designt. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Super, gib Bescheid, wenn es etwas Neues gibt. Wo kann ich schlafen? Hey, don't be such a slug. We should be a part of this too. Nee, ich habe vorhin Sarah Sam durchgespielt. Ich will jetzt keine Abenteuer Good. Machen. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with three of the four temples. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Paimon doesn't. Für Einheimische ist das sicher klar. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There is no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Du kannst nun beten, schicke deine Wünsche in die Welt und erhalte verschiedene Figuren. Händler, der Händler ist nun verfügbar. Gib dem Sternstaub und dem Sternglanz, den du gesammelt hast. Ja, jeden Tag einloggen, um Kram zu bekommen. Schließe Herausforderungen ab, um Kram zu bekommen. Drücke F3, um zu beten. Gebet für Anfänger. 20% Rabatt für 10 Erziehung. Du erhältst Noel bei der ersten 10 Erziehung. Knospe des Rittertums. Dann kannst du so gesehen die Charaktere bekommen oder Ausrüstung. Und das ist so gesehen der Store.
Ausdauer kann man nicht ausschalten, aber mit der Zeit erhöht sie sich. Das ist schon mal besser. Weil ich finde halt einfach, dass sie beim Rennen so schnell leer ist. Also da schaffe ich untrainierter mehr. Ich weiß noch nicht, was die Erzählungen mir bringen, aber wenn ich schon mal hier bin... Ella Musk. Wie bitte? Oh, was? Oh, entschuldige, ich war noch in Gedanken. Das ist helicholisch und heißt Hallo, schon gefrühstückt. Warum klingt das so, als wenn du schimpfst? Stellst du etwa meine Kenntnisse in Frage? Grummel, Zweifel sind wohl normal. Die Forschung zu helicholisch steht noch ganz am Anfang. Vielleicht kann der Joker mir ja sagen, was Bücher bringen. Weil der ja schon bis Level 20 gespielt hat. Deshalb ist er sowas wie der Spielebeauftragte im Chat. Und nein, ich werde jetzt nicht, wenn sie denn vorzulesen sind, alle Bücher vorlesen. Ich habe heute mein Vorlesepotenzial schon erreicht. Ach so, es geht da gar nicht hoch. Es ist fake. From now on, the adventures will probably get more and more dangerous. We should make sure we're prepared. We could start by going to Mondstadt's blacksmith. Dadurch wird die Waffe 12 Stufen aufsteigen. Spiel hat mir gesagt, ich soll das machen. Ach so, du kannst es 20 Stufen upgraden. Oder nach 20 Stufen kriegst du einen Stern, was auch immer. Unterhalte dich mit dem Schmied. Und der sagt jetzt... Hallo, ich verkaufe dir jetzt eine bessere Waffe, als die du hast. Und dann denke ich, oh toll, dass ich gerade alles da reingemacht habe, weil ich besaß. Why? Was hast du so für Waffen? Over there. Take your pick. Or if you need something else, I can make it on request. Wow, he does bespoke weaponry? Of course. I sell weapons, make them to order, and do refinements. All in the job description for a blacksmith. All you need is the ore. Wo findet man dieses Erz? Ah nee, ich hab Erz schon gefunden. No, buy from someone else. You look confused. Listen, I'll tell you where the nearest deposits are. Bring some back and I'll help you forge what you need. No need. Da waren wir schon. Ich habe Eisen schon gesammelt. Oh, yes. I'd forgotten about that. These are okay, I guess. Should be able to salvage something from them.
Wundervoll. Und hier gibt's auch eine Warteschlange fürs Produzieren. Und vor allem machst du daraus Verstärkungserz. Da kommen die also her. Ach ja, ich habe 30.000 Credits wegen den... If you ever find ore in the future, you can always come and see me. Ideally when I'm not busy. Du scheinst nicht guter Laune zu sein. Blacksmith's work takes focus and concentration. It does not take small talk with customers. When the craft is good, business is good. That's all there is to this trade, and anyone who tells you different is trying to con you. Now, if there's nothing else, I'll carry on with my work. He's certainly committed to his work. Paimon will give him that. His temper isn't great, but leave it to him and he'll be able to forge what you... Ups, mein Fehler. Verklickt. Das ist der Tempel des Phönix da vorne. Ohne Kack, ich glaube auch mit 30.000 Slots im Inventar, das kriege ich auch voll. This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. These temples have been left to waste for years now. The people of Mondstadt almost never come here. There's a chance there's a monster nest or Hilichurl camp inside. Even Storm Terror has given up on its own temple. Yes. I also find it hard to accept, but Storm Terror was once one of the Four Winds. Huh? Wait! Did you just feel that? The wind here. Something's off. Let's go in and take a look. Be careful. The dragon's power is disturbing this area. Guter Zeitpunkt zu breaken.